Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover. Leineherz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve, Chefärzte der Region im Gespräch. Meine Damen und Herren, schönen guten Abend. Ich bin Professor Andreas Franke, Chefarzt der Kardiologie im Klinikum Siloa hier in Hannover. Und mit mir im Studio ist heute Abend Privatdozent Dr. Hartmut Kirchner. Er ist Chefarzt der Hämatologie und Onkologie, ebenfalls im Klinikum Siloa. Wir beiden beschäftigen uns heute Abend mit einem Thema, das vielleicht auch erstmal etwas angsteinflößend ist, nämlich mit Metastasen, mit Organmetastasen bei Krebs und deren speziellen Behandlungsmöglichkeiten. Klingt kompliziert, wir werden das beleuchten und Ihnen sagen, welche Möglichkeiten da heutzutage bestehen, aber das erst nach der nächsten Musik. Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover. Hier ist Radio Leineherz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve. Mit mir im Studio heute Hartmut Kirchner, der Onkologe und Hämatologe aus dem Klinikum Siloa. Hartmut, herzlich willkommen. Wir unterhalten uns heute über Organmetastasen. Vielleicht erstmal der Begriff, was ist denn überhaupt ein bösartiger Tumor? Wie kommt es denn überhaupt zu solchen Metastasen? Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Die Entwicklung von bösartigem Gewebe ist bis in die letzte Kleinigkeit bis heute nicht ganz verstanden, aber in den letzten Jahren weiß man zunehmend, dass es sich um chromosomale Veränderungen, um Mutationen handelt, die das Wachstum ehemals gesunder Zellen so beeinflussen, dass sie eben zu bösartigen Zellen werden. Was heißt das? Diese Zellen unterliegen nicht mehr der normalen Wachstumsregulation. Sie wachsen immer weiter, teilen sich, vermehren sich. Sie können in umgebendes Gewebe eindringen, infiltrierend wachsen nennt man das. Und sie können eben über den Lymph- oder den Blutweg sich im Körper verteilen und dort wieder zu neuen Absiedlungen führen. Und dieses bösartige oder maligne Wachstum ist eben eine große Gefahr für den betroffenen Menschen. Und warum ist das eine Gefahr? Also ich meine, Bösartigkeit ist jetzt, hast du jetzt gerade definiert über das Thema Absiedlungen oder Wachsen ohne Grenzen. Warum ist das für den Menschen bedrohlich? Weil die Gewebe, in denen dieser Tumor wächst oder wo dann auch die Absiedlungen sich niedergelassen haben, zerstört werden und die Funktion zum Beispiel in der Leber dann nicht mehr von dem betroffenen Organ ausgeführt werden können. Der Patient selbst spürt am Anfang vielleicht noch nichts, aber spätestens, wenn dann Schmerzen auftreten oder ein Funktionsverlust eintritt, dann ist die Voraussetzung gegeben, dass dringend eine Behandlung eingeleitet werden muss, weil es dann sehr schnell zu großen klinischen Problemen kommen kann. Es hängt also auch immer sehr davon ab, wo so ein Tumor oder eine Metastase sitzt. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Der Begriff Metastase, glaube ich, ist fast schon allgemeingut. Das ist klar, was das ist, also so eine Absiedlung. Das Thema ist ja jetzt, wir behandeln Organmetastasen, aber vielleicht nochmal kurz zu dem eigentlichen Ausgangspunkt für diese Metastasen, dem Tumor. Gibt es da ganz typische Tumoren, die so etwas machen und gibt es auch welche, die sowas nicht machen? Ja, die Neigung, Fernabsiedlungen, also Metastasen zu bilden, ist vom Tumortyp generell einmal abhängig. Es gibt natürlich auch individuelle Unterschiede. Aber zum Beispiel ist es so, dass beim Prostatakarzinom des älteren Mannes in der Regel als erstes Knochenherde auftreten, während beim Dickdarmkrebs häufig, das ist anatomisch begründet, es zu Lebermetastasen kommt. Das weiß man, aber man ist nie sicher, dass es sich dann ausschließlich um diesen Metastasierungsweg handelt. Oft findet man natürlich auch Absiedlungen, wenn so ein Stadium dann erreicht ist, in mehreren Organen. Knochen und Lunge und Leber oder andere Kombinationen. Und das macht die gesamte Situation dann doch sehr gefährlich. Und darüber wollen wir uns gleich nach der nächsten Pause unterhalten. 106.5 Radio Leineherz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve. Ich bin Andreas Franke und unterhalte mich mit Hartmut Kirchner über die Behandlung von Organmetastasen. Das ist ja also ein eh schon schwieriges Kapitel. Es geht um Krebserkrankungen, dann auch noch mit Absiedlungen. Früher war sicherlich auch die landläufige Meinung, wenn erstmal sowas aufgetreten ist, dann macht es auch gar keinen Sinn mehr, an solchen Absiedlungen, an solchen Metastasen etwas zu tun. Nun unterhalten wir uns heute genau über das, nämlich um die Behandlung von solchen Absiedlungen.
Das scheint also auch eine Entwicklung erst der letzten Jahre zu sein? Zum Teil. Die Möglichkeiten, dort gezielt vorzugehen, sind natürlich im Rahmen des allgemeinen Fortschrittes auch der medizinischen Therapie besser geworden. Aber ich glaube, die Kombination von verschiedenen Maßnahmen, die ist insbesondere in den letzten Jahren besser untersucht worden, sodass man hier den Stellenwert gut einschätzen kann und den entsprechenden Rat dem Patienten gibt. Also ich, für einen Schritt will ich vielleicht noch kurz nochmal zurückgehen. Ich glaube, das ist relativ klar, dass wir, bevor man die Organmetastasen behandelt, der Ausgangspunkt des Tumors ja auch ein Ansatz sein muss, richtig? Ja, das ist natürlich Grundvoraussetzung. Oft weiß man auch, dass die Behandlung der Fernmetastasen erfolgreicher verläuft, wenn der Ausgangstumor entfernt worden ist. Das ist zum Beispiel beim Nierenkarzinom ganz klar beschrieben. Da gibt es sogar Einzelfälle, wo es zu Rückbildung kommt, wenn die kranke Niere entfernt wird. Allerdings sind das seltene Beobachtungen. Aber im Prinzip muss der Ausgangstumor, der ist oft auch der größere und gefährliche, lokal gefährlichere Herd, entfernt werden, damit man sich hinterher dann um die Metastasen kümmern kann. Oft ist es auch im zeitlichen Ablauf so, dass ein Tumor irgendwo erfolgreich meistens operiert wird und erst einige Zeit später, da können mehrere Jahre dazwischen liegen, von diesem Tumor noch Metastasen gesehen werden, die zwar am Anfang scheinbar schon gestreut worden sind, aber erst nach 2, 3 oder späteren Jahren dann so groß gewachsen sind, dass man sie finden kann. Dass man sie mit der Bildgebung finden kann. Bildgebung, genau. Vielleicht nochmal als Stichwort Metastasen. Wie findet man die? Durch welche Untersuchungsverfahren? Ja, die üblichen Kontrolluntersuchungsverfahren sind ja die klinische Untersuchung, die will ich auch mal nennen. Das wird häufig mit den modernen Techniken ein bisschen zu kurz genommen. Dann Ultraschall, Computertomographie, Kernspintomographie, Skelettszintigraphie. Das ist also ein breites Spektrum. Vielleicht die feinste und aber auch teuerste Methode ist dann die Positronenemissionstomographie, die hier auch gute Dienste leisten kann in ganz speziellen Fragestellungen. Also man kann heutzutage schon auch kleinste metastatische Herde identifizieren und dann entscheiden, wie man dort dann therapeutisch weitermacht. Und das ist genau die Frage, um die es jetzt gleich geht. Nach der Halbstundenpause und den kurzen Nachrichten werden wir gleich weitermachen. Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover. Hier ist Radio Leineherz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve, Chefärzte der Region im Gespräch. Ich bin Andreas Franke und unterhalte mich mit Hartmut Kirchner heute über das Thema Organmetastasen und deren Behandlung. In der ersten halben Stunde haben wir uns unterhalten über überhaupt die Definition dieser Erkrankung und die bildgebenden Verfahren, wie man sie herausfinden kann und warum man überhaupt was tun kann. Und in der nächsten halben Stunde werden wir uns über die Therapiemöglichkeiten unterhalten. Radio Leineherz 106.5, 100% Region Hannover. Hier ist Radio Leineherz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve, 100% Region Hannover. Wir unterhalten uns über die Möglichkeit, Organmetastasen zu behandeln. Welche Möglichkeiten, Hartmut Kirchner, gibt es denn da überhaupt? Ja, die Möglichkeiten sind genau die, die wir letztlich auch bei der Behandlung eines primären Tumors einsetzen können. Vielleicht ein bisschen spezieller auf das betroffene Organ noch zugeschnitten. Aber ich möchte natürlich erstmal nennen, eine Operation, wenn es sich um wenige Metastasen in einem zugänglichen Ort des Körpers, sagen wir mal in der Leber oder im Bauchraum oder in der Lunge handelt, dann ist natürlich die Operation als eine Maßnahme, die das gesamte metastatische Gebiet entfernen kann, vorzuziehen. Es gibt aber oft auch Lokalisationen, zum Beispiel im Gehirn gelegen, in tieferen Schichten, wo man operativ nicht so gut herankommt, dann bleibt die Bestrahlung zum Beispiel mit ihren modernen Möglichkeiten der ganz selektiven Eingrenzung, stereotaktische Bestrahlung wird das dann genannt oder Gamma Knife sogar noch spezifischer als Therapiemöglichkeit, sodass dann genau dieser Herd sozusagen völlig zerstrahlt wird, aber so begrenzt, dass das Nachbargewebe keinen Schaden nimmt. Wenn man ein ganzes Organ befallen hat, was häufig bei der Leber betroffen ist, zum Beispiel bei Dickdarmkrebspatienten und sonst im Körper keine Herde gefunden werden, bietet sich auch an, eine Chemotherapie zu machen, entweder
für den ganzen Körper oder auch nur in die Leberarterie, also dass nur die Metastasen der Leber auch von dem Medikament durchströmt werden und so ein besserer Therapieerfolg erzielt werden kann. Das ist manchmal sogar so möglich, dass hinterher noch eine Operation wieder möglich wird. Also, dass man eine Reduktion der Größe dieser Herde erreicht, um so eine Operabilität wieder hervorzurufen. Denn es hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel ein Viertel dieser Patienten, die noch operiert werden können mit Lebermetastasen, die wir früher vielleicht vor 20, 30 Jahren alle schon aufgegeben haben, heute noch regelrecht geheilt werden können durch diese kombinierte Vorgehensweise. Also es hängt sehr von dem Organ ab, was befallen ist, aber wir haben ein breites Spektrum, Armamentarium möchte ich fast das nennen, verschiedener Maßnahmen, die dann zur Verfügung stehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also diese frühere Erkenntnis, Metastasen lassen sich irgendwie nicht behandeln, das ist ja in vielen Hinterköpfen noch vorhanden, das kann man eben heutzutage so nicht mehr sagen, auch wenn es halt schon ein Zeichen einer fortgeschrittenen Krebserkrankung ist. Ja, da gebe ich dir völlig recht. Und man darf auch nicht vergessen, es ist eine enorme Verbesserung der Lebensqualität. Stelle man sich nur mal vor, man hat eine Metastase an einem Wirbelkörper in der Brustwirbelsäule, extreme Schmerzen, eine Instabilität, sodass man sich kaum noch bewegen kann, schmerzgeplagt. Dann kann eine lokale Bestrahlung oder vielleicht in Einzelfällen vorher eine Operation und anschließend die Bestrahlung hier zu einer funktionellen und auch symptomatischen hervorragenden Lösung führen. Man muss sich dann immer überlegen, was ist der Ausgangstumor? Denn die Gefahr besteht ja immer, dass dann auch andere Stellen noch betroffen werden. Und häufig ist es dann ratsam, eine medikamentöse Therapie, manchmal eine Chemotherapie, manchmal geht es auch mit anderen Formen moderner Tablettenbehandlung, die Grundkrankheit zu behandeln, um das Risiko neuer Metastasenbildung dann auch zu reduzieren. Wie es vielleicht noch Details bei bestimmten Tumorerkrankungen angeht und wo man das am besten machen lässt, wenn es um die Frage von solchen Behandlungen geht, dazu gleich nach der nächsten Pause. Radio Leineherz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve. Mein Name ist Andreas Franke und mir gegenüber steht Hartmut Kirchner. Es geht um ein heikles Thema, Behandlung von Metastasen. Wir haben gehört, dass das in vielen Fällen heutzutage mit gutem Erfolg möglich ist. Frage ist ja dann auch sicherlich, Hartmut, in welcher Reihenfolge macht man was und wer entscheidet darüber? Ja, das ist eine wirklich wichtige und schwierige Frage. Es ist auch nicht immer eindeutig zu beantworten und weil das abhängig ist von dem Tumorleiden grundsätzlich, von der Art der Metastasierung, von der Ausdehnung, wie viele Herde sind es, an welcher Stelle, wie geht es dem Patienten insgesamt, wie intensiv kann die Therapie noch durchgeführt und geplant werden, sollte das auch nicht ein Fachmann entscheiden, weil der natürlich für sein Gebiet bestimmt alle Positionen berücksichtigen kann. Aber wie ich vorhin schon dargelegt habe, die Entscheidung für so eine Therapie berührt ja mehrere Fachgebiete. Die Chirurgen, die Strahlentherapie, vielleicht die Nuklearmediziner und auch den internistischen Onkologen natürlich. Und dazu bieten sich heutzutage die in allen größeren Kliniken und Zentren regelmäßig durchgeführten Tumorkonferenzen an, um solche komplizierten und komplexen Fälle dann gemeinsam zu besprechen und für und wieder abzuwägen. Es ist manchmal nicht ganz eindeutig, ob man erst, sagen wir mal, chemotherapiert und dann operiert oder den anderen Weg geht. Dazu gibt es bei noch offenen Fragen auch Studien und über solche Tumorkonferenzen oder onkologische Zentren hat man natürlich dann auch als Patient Zugang in so einer Studie dann unter sehr kontrollierten Bedingungen behandelt zu werden, was in der Regel auch für den Patienten einen großen Sicherheitsvorteil bedeuten kann. Und vor allem Zugang in solchen onkologischen Zentrum, wie ihr es seid und ihr es habt, zu dem aktuellen Wissensstand. Ne? Das ist ja der Austausch, der Sinn des Austausches eines solchen Netzwerkes im onkologischen Zentrum.
Ja, das ist auf alle Fälle in den Tumorkonferenzen abzulesen durch die Interdisziplinarität, wie das ja gerne so etwas umschrieben wird. Aber man hat natürlich in einer größeren, in einem größeren Zentrum auch über solche Studien Zugang zu sehr neuen Medikamenten zum Beispiel, die noch nicht für jede Behandlung vielleicht auf dem Markt sind. Sie sind verfügbar, aber man kann sie so unter normalen Bedingungen nicht jedem Patienten geben. Und da bieten sich natürlich auch Chancen für manche Patienten, die ja oft schon vorbehandelt sind. Es ist ja nicht so, dass es in dieser Situation die erste Entscheidung ist, die Metastasen zu behandeln, sondern wir sehen auch viele Patienten, die schon ein, zwei Jahre woanders behandelt wurden und dann nochmal zur Fortsetzung oder zum Einholen einer zweiten Meinung sich in unserem Zentrum zum Beispiel vorstellen. Da sind ja viele hoffnungsvolle Tendenzen zu erkennen, ein Silberstreif am Horizont für viele Patienten. Wir werden das gleich nochmal kurz zusammenfassen. Radio Leineherz 106.5. Hier ist Radio Leineherz 106.5 mit der Sendung Fieberkurve. Mein Name ist Andreas Franke, ich unterhalte mich mit Dr. Hartmut Kirchner über das Thema Organmetastasen. Wir haben viel zu dem Thema gehört. Hartmut, würdest du vielleicht so eine kurze, knackige Zusammenfassung nochmal für die Hörer bringen? Ja, gerne. Die Diagnose von Fernmetastasen bei einem bösartigen Tumor ist auch heute noch eine ernsthafte Verschlechterung im Gegensatz zu der Situation, wenn man solche Metastasen nicht hat. Aber die therapeutischen Möglichkeiten haben sich in den letzten Jahren und vielleicht 15, 20 Jahren ein bisschen weiter ausgeholt, enorm verbessert. Und es gibt auch Ansätze, dass man selbst bei einer Metastasierung, wenn sie noch lokal begrenzt ist, auf ein Organ zum Beispiel, kurative Strategien durchführen kann und der Patient die Option hat, auch in dieser Situation noch gesund zu werden. Die Hauptfrage dabei stellt sich, dass man die richtige Entscheidung trifft, die richtigen therapeutischen Maßnahmen zusammenstellt, unter dem Aspekt der Tumorart, der Ausbreitung, der zeitlichen Abläufe. Ist die Metastasierung sofort entstanden? Sind da 3 Jahre Abstand? Das sind biologisch unterschiedliche Krankheiten, die bei der Therapie berücksichtigt werden müssen. Und um das optimale Therapieregime in dieser Kombination dem Patienten verfügbar zu machen, müssen sich eben die Spezialisten zusammensetzen und gemeinsam diesen Fall besprechen. Ich glaube, das ist sozusagen der Auftrag an uns alle, um dem Patienten wirklich das heute Beste zur Verfügung zu stellen. Die Medizin ist so weit diversifiziert, dass keiner mehr alles entscheiden kann. Und das ist eben in so einem Tumorzentrum mit der Tumorkonferenz eigentlich gut umgesetzt. Prima. Herzlichen Dank, Hartmut. Wir beiden wünschen Ihnen einen schönen Abend hier aus dem Studio von Leineherz und hoffen, dass Sie uns als Hörer erhalten bleiben. Wenn Sie Fragen haben zu dieser Sendung oder einer der letzten, dann können Sie die bitte schicken an info@leineherz.de. Schönen Abend. Das war der Radio Leineherz 106.5 Podcast. Weitere Beiträge zum Nachhören finden Sie bei uns im Internet auf leineherz.de.